So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Spider-Man 2. Und zwar mit neuen Kostümen. Geschafft aus der letzten Mission. Die dort heißt Eigene Flügel. Eigene Flügel. Okay. Hallo? Genki hatte recht. Der Friend hat ein Signal von dem Satelliten empfangen. Womit haben wir es hier zu tun? Keine Jagd, auf die man stolz sein kann. Beschmutzt, mein Vermächtnis. Eine Blamage. Aber nichtsdestotrotz tödlich. Findet sie. Tötet sie. Craven. Wie viele Leute stehen noch auf seiner Liste? Eine Drohne. Sie nutzt das Satellitennetz, um seine Ziele zu verfolgen. So leicht kommst du nicht davon. Ich empfange eine Art Datenstrom von der Drohne. Wenn ich lang genug im Windschatten bleibe, kann mein Anzug die Daten abrufen und mich direkt zu Lee führen. Die Dinge haben Bomben. Was für so ein Geschicklichkeitsding. Man kennt das ja mit den Drohnen-Herausforderungen aus den anderen Spider-Man-Teilen, die stellenweise echt mega tricky waren. Es gab noch Bomben-Herausforderungen, das ist schon ein bisschen länger her, und da auch was Herausforderungen. Oh shit, voll erwischt. 71. Kommen noch gleich. Ja, komm, kannst du ab. Ich bin mittlerweile 44 oder so. Ja, von 92. Ich verliere sie und meine einzige Spur zu Lee. Jetzt müsste ich die Daten haben. Okay, Craven. Wo hältst du die versteckt? Was? Ziele wurden in einer Datei kompiliert? Mehrere Einträge. Die Drohne hatte nichts über Lee. Aber die Leute brauchen trotzdem meine Hilfe. Sonst stopft Craven sie irgendwann aus. Dort wollen wir nicht. Unbekannte Ziele freigeschaltet. Und die Identität der Ziele feststellen, bevor es zu spät ist. Okay. Ich sollte die Daten auf die Spidey-Server laden. Pete wird sie sehen wollen. Harry? Hey, ist Pete auch da? Hey, nein, hör zu. Ich hab dich in den Nachrichten dem Robotervogel hinterherjagen sehen. Brauchst du technische Unterstützung? Sagen wir nicht nein, oder? App oder sowas? Ich hab eigentlich schon einen Freund, der das macht. Okay, tut mir leid. Ich fühle mich nur so nutzlos. Meine Mom sagte immer, wenn die Gelegenheit nicht anklopft, baue ich eine Tür. Trotzdem sie tot ist, frage ich sie um Rat. Ist das seltsam? Nein. Mir geht's manchmal genauso mit meinem Dad. Schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Danke. Viel Glück da draußen. Ebenso. Vielleicht bräuchte ich jetzt auch einen Rat. So, hier voll Dive. Einmal ganz kurz gucken. So, was ist jetzt auf der Karte hier? Unbekannte Ziele. Was haben wir jetzt hier freigeschaltet hier? Da geht's weiter zur nächsten Hauptquest. Immer noch eigene Flügel. Hallo? Okay. Dann ist sie noch nicht fertig. Alles klar. Ist hier nicht auch irgendwie wieder so ein schöner Windschatten, dass man ein bisschen schneller auch rumkurven kann hier? So, komm, Spidey. Ja, was auch lieb, dass Harry uns die Hilfe anbietet oder so. Hat da ja nicht sofort Nein gesagt. Ist auch eigene Flügel. Oh, Friedhof. Tante May oder unser Dad?
Unser Dad. Hey, Dad. Ich könnte gerade deine Hilfe gebrauchen. Ich versuche alles, um Lee zu finden. Aber ich komme nicht voran. Ich weiß, du würdest sagen, ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Tue ich auch nicht. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich einfach alles andere ignorieren und nur noch versuchen, Lee zu finden. Nein. Wenn Leute Hilfe brauchen, dann helfe ich. Und ich finde Lee. Wenn Pete zu beschäftigt ist. Ich bin Spider-Man. Ich krieg das alleine hin. Wünsch mir Glück, ja. Danke, Dad. Hab dich lieb. Okay. Wer braucht Hilfe? So, eine Flügel abgeschossen. Und jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Aufstieg. Dann gucken wir kurz ab. Stufe 45. Und Fertigkeitenpunkt. So, das investieren wir erstmal gleich. Anzüge, haben wir neue Anzüge, die wir freischalten können? Nein. Nein. Geräte. Ach, da war ja auch noch was. So. Das ist fertig. Fertigkeiten. Ich glaube, bei Pete müssen wir jetzt ein bisschen was machen. So. Karte. Karte, Karte. Ah, guck an. So, unbekanntes hier. Jägerdrohnen. Upper West Side. Okay. Dann schwingen wir uns damit hin.